Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin die Miri. Wir sind hier wieder in Manola und nachdem wir zuletzt hier 1000 Artistas angesiedelt haben, ist meine nächste Aufgabe jetzt 4000 Artistas anzusiedeln und ja, Du ist kannst natürlich dich eine doch noch wahnsinnig retten. spannende Aufgabe jetzt gerade. Naja, gut. Wie Unkuhn auf der Stange. Ja, die Fußbälle sind angekommen. Deswegen sind wir jetzt so viele geworden, dass er sich schon Jalea wünscht. Das ist, was ist das überhaupt? Ah, irgendwas mit Calamares. Okay, also auch so ein Meeresfrüchte-Ding. Ja, Schiff unter Kräutergarten, Beschuss. Maisplantage. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Oh, ja. Das waren die letzten Das Momente Gut dieses ist für sich Piratenschiffs. gut. Sie ist sowieso 55.000. Hat die sonst noch Dein irgendwelche vornehmes Sorgen? Getue habe ich schon lange abgelegt. Ja, also, ich glaub's ja wohl selber nicht. Oh, eine Kannst du dieser Schatzkarte. Sache auf den Grund gehen? Er lief eine Lieferaufgabe. Ich träume von Perfektion. Nicht für mich selbst, weißt du, sondern für meine Automaten. Auch nach 530 Versuchen haben sie noch nichts Menschliches an sich. Vielleicht könnte ich dein Hirn für Nummer 531 verwenden. Personator Nummer 531. Produktionsgebäude. Arbeitskräfte erforderlich minus 15%. Okay. Die Was will er Waffenruhe dafür? wurde beendet. 15 Tonnen Schrott, 10 Tonnen Glühfäden und 3 Tonnen Das Glühbirnen. war's. Jetzt lass mich in Frieden. Okay, also die 15 Tonnen Schrott haben wir schon mal. Ich brauche nur die 10 Tonnen Glühfäden und 3 Tonnen Glühbirnen. Na gut, das ist machbar. Jetzt muss ich nur irgendwie mal an ein Schiff rankommen. Neue Ziele? Ja. Hier wäre dann noch mein Piratenschiff. Wir fahren mal hier hin. So. Also, ich brauche ein Schiff. Ein neuer Konkurrenten Auftrag. haben einen Zum Beispiel Friedensvertrag dieses. unterzeichnet. Eigentlich wollte ich das für irgendwas anderes verwenden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das bekommt jetzt erstmal eine andere Aufgabe. Wir müssen jetzt 10 Tonnen Glühfäden. Habe ich nicht. Und 3 Tonnen Glühbirnen auf jeden Fall hier ranbringen. Ja, das ist natürlich klar, weil die Glühfäden werden hier immer komplett verbraucht. Halten Sie sich besser die Ich Ohren könnte zu. jetzt für ein paar Minuten das kurz mal Schließ die stillhalten. Ventile. Genau, schließ die Ventile, damit wir die 10 Tonnen Glühfäden einlagern und dann geht's da weiter. So. Wo war ich zuletzt? Neue Welt. Da wollte ich mich um die Traktoren kümmern, da sind wir aber noch nicht so weit. Deswegen war ich in der alten Welt eigentlich. Da ist nämlich unser Halt! nächstes Schiff. Was, hier brennt's? Oh, hier brennt's tatsächlich. Und wie? Wo ist unsere Feuerwehr? Zu weit weg? Ne, hier ist eine. Starten wir die doch erstmal. Kiste So. unter Deck! Seepocke. Die Die bekommt Menschen jetzt lassen sie hochleben. erstmal 150 Tonnen Dampfmaschinen an Bord und dazu noch 150 Tonnen Stahlträger. Mögen wir Falls ihr euch eines fragt, Tages an diese Küste zurückkehren. ja, das brauchen wir wirklich. Es geht jetzt mal nach Manola für euch. Schiff unter Beschuss. Oh, ein Schiff wird angegriffen. Ja, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, ehrlich gesagt. Warten wir noch mal ein paar Sekunden hier. Dann wird er nämlich jetzt gleich entweder abdrehen oder abgeschossen. Er wird abgeschossen, würde ich sagen. Oder? Er dreht ab. Hat er sich noch mal überlegt. Hier haben wir übrigens eine kleine Aufgabe. Ich bitte nur ungern um mehr. Du warst immer gut zu uns, Chefe. Meine Enkel liegen mir immer in den Ohren, dass ich mit ihnen spielen soll. Und ich bin nicht der Einzige. Die Kinder hier scheinen sich alle zu langweilen. Mit etwas Alpaka-Wolle könnte ich Stofftiere für sie machen. Ja, Hilfst gerne. du einem alten Mann und seinem Hut, por favor? Wir haben bestimmt 18 Tonnen Alpaka-Wolle auf Lager. Schon fertig? Ja. Du hast dein Schon Wort wieder fertig. gehalten, Chefe. Patentierte stählerne Sämaschine. Was? Übrigens, unser Poncho-Lager ist voll.
Was war das jetzt? Beeinflusst alle Nutzpflanzenfarmen. Produktivität plus 40%, Arbeitskräfte erforderlich minus 50%. Das ist ziemlich geil. Das ist richtig geil. Wow. Das ist ein richtiges Knaller-Item. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Postamt, wie sieht's eigentlich aus mit der Post? Würde mich mal interessieren. Natürlich ist die regionale Post total voll. Tja, ich glaube, wir werden hier einfach noch mal ein paar Journaleros dazu setzen. Damit wir hier noch mal ein bisschen mehr lokale Post dran bekommen. Wie sieht's denn aus mit dieser Postroute? Moment, wir schauen uns erstmal an, wie es in Manola aussieht. Wie sieht's da mit der Post aus? Okay, also auch die überregionale Post ist total voll. Regionale Post hält sich relativ stabil, könnte mehr sein. Ist aber auch kein Wunder, wenn wir keine lokale Post haben. Sind außer Kontrolle. Und dem anderen kann er natürlich auch keine versenden. Auf Ihren Befehl. Was ist außer Kontrolle? Glaube ich ja nicht. 7 Tonnen. Nah dran. Also, ich glaube, ich muss meine Postrouten noch mal ein bisschen überarbeiten. Wir brauchen, glaube ich, für Manola keine 20 Tonnen Luftpost. Ich glaube, wir werden es mal mit 10 probieren. Und hier habe ich den Verdacht, dass sogar noch weniger Post reicht. Bei den 6, das lief ja ganz gut. Wir gehen mal auf 7 Tonnen hoch. So. Mal gucken. Also wir müssen das jetzt hier ein bisschen austarieren. Wir könnten unseren Journaleros auch die Fußbälle freischalten. Ich gucke mal, wie viel wir haben. Okay, das steigt deutlich. Man kann nämlich den Journaleros hier auch die Fußbälle freischalten. Und dann bekommen wir hier nochmal 2 Journaleros mehr und mehr Münzen. Dasselbe dürfte auch für die Obreras gelten. Na, die mögen aber keine Fußbälle, warum auch immer. Nee, da kommen wir hier nicht weiter. Aber immerhin, ein paar Journaleros mehr. Übrigens, der große Moment ist gekommen. Wir können anfangen mit dem Öl hier in der Sache. Das klappt schon mal. Also, erstens, wir brauchen einen kleinen Ölhafen. Wir brauchen hier die Ölraffinerie erstmal mit einem Ölbohrturm. Mehr brauchen wir einfach nicht. Man könnte natürlich einen zweiten hinzufügen. Na, man kann viel, wenn der Tag lang ist, aber wir lassen es erstmal so. Und ich werde mal einplanen, wo gegebenenfalls ein zweiter Ölraffinerie wäre. Das wäre dann hier. Nur falls ich hier drumherum ein bisschen baue. Ja? Das möchte ich einfach schon mal einplanen. Vom Stapel gelaufen. Aha, das nächste Frachtschiff. So, jetzt wollte ich, glaube ich, irgendeine Route. Da wollte ich was ändern. Hier habe ich ja schon ein Frachtschiff drauf. Dann werde ich jetzt hier noch ein zweites mit draufsetzen. Die Eisvogel. Und dann wird ab jetzt hier... Ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist. Ich würde es erstmal mit einem Frachtschiff probieren. Das dann dafür 300 Tonnen Baumwolle auf einmal transportiert. Weil die stehen ganz schön lange da in Manola. Und es könnte sein, dass wir es so genau hinkriegen würden. Einfach mal ausprobieren. Bereit für den Einsatz. So, haben wir das jetzt hier, genau. 10 Tonnen Glühfäden. Dann können wir dieses ganze Ding hier wieder anstellen. Wir sind bereit, um die Arbeit schnell... Vorsichtig, immer ja. Mit der Ruhe. Cap Trelawney, das habe ich auch richtig verstanden, ja? Das ist die richtige Aufgabe, ja. Ich habe alles... richtig gemacht. Ein neuer Auftrag. Und dieses Schiff kann nach Cap Trelawney. Gut. Dran anhalten. Die Eisvogel habe ich jetzt erstmal noch hier stehen lassen. Das ist in Ordnung. Falls wir hier demnächst die nächsten Ressourcen in die neue Welt bringen müssen, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal was. Gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Straße, die hier rüber führt.
Zum Beispiel so. Das ist jetzt einfach erstmal so. Ja, und das nächste Thema sind dann schon die Traktoren. Beziehungsweise erstmal der Treibstoff. So, der Treibstoff wird auch über Schiene mit, ja, hier dem ganzen Ding verbunden. Ich würde das jetzt auch gar nicht so weit weg machen wollen. Oh, wo machen wir das jetzt hin? Also wenn ich hier unten einen Haufen Felder haben will. Ich muss mal gucken, wie weit der kommt. Einen Friedensvertrag unterzeichnet. Wie weit versorgt der die Leute? Wenn ich hier eine Straße runtersetze, kommt der da hinten an. Ja. Okay, der kommt ziemlich weit. Wie ihr seht. Und man kann natürlich auch mit Steinstraßen nochmal ein bisschen was rausholen später. Okay, hier ist dann Feierabend. Aber das ist okay. Das ist okay, damit komme ich klar. Wie gesagt, ich kann ja auch noch Steinstraßen bauen. Erstmal bauen wir allerdings hier eine Straße hin. So. Gut. Der wird jetzt demnächst hier von der Eisenbahn beliefert. Der fährt jetzt natürlich erstmal hier in den Hafen. Bringt jetzt erstmal noch nicht so viel, ne? Also das ist jetzt halt erstmal die ersten 12 Tonnen, die hier ankommen. Und die kann er dann eigentlich auch direkt hier rüberbringen. Gucken, ob er das auch macht. Was ist mit dir los, Zug? Ah, jetzt geht's los. Schaut, er hat die 12 Tonnen hier. Und die wird er jetzt, denke ich, hier runterbringen. Genau. So. Und schon kann's losgehen. Es wird jetzt erstmal hier ausgeladen. Okay. Während er jetzt hier Treibstoff produziert, können wir mal anfangen, hier ein bisschen umzustrukturieren. Beziehungsweise ich brauche natürlich eigentlich erstmal auch die, die Ressourcen dafür. Also, Oh, wir haben hier ein Künstlerfest. Höhere Attraktivität. Da fällt mir ein, ich könnte eigentlich hier auch mal noch einen Besucherhafen unterbringen. Ich meine, allmählich lohnt sich die Schiff Sache hier. Unter Beschuss. Ne? Ich stelle jetzt... Oh Gott, das passt natürlich alles wieder nicht. Ich stelle den jetzt einfach erstmal hier hin. Besucherhafen. Wir haben immerhin 800 Attraktivität. Das ist ja mehr als in der alten Welt. Und wir sehen, wie hier die Tendenz hochgeht. Okay, was hat er mir hier gerade erzählt? Eins meiner Schiffe wird angegriffen. Ich glaube... Der Pirat... Der weiß noch nicht so richtig, was hier los ist. Flotte bereit. So. Die Flotte kümmert sich jetzt mal um dieses Schiff. Wie läuft das jetzt mit den Farmen? Im Grunde ganz einfach. Man kann hier eine Traktorscheune hinzufügen und dadurch wird die Produktivität auf 300% gesetzt. Außerdem bekommt man jeden dritten Durchgang eine Extratonne, also analog wie zum Silo. Da haben wir das Ganze ja auch. Dass wir zum Beispiel hier pro dritten Durchgang, also jeden... Wirklich? Ja, ist ja gut. Dass wir jeden dritten Durchgang hier ein Rindfleisch mehr bekommen. Wobei das, also das Silo hier nur auf 200% geht. Theoretisch ist das übrigens hier genauso. Denn die Traktorscheune hat noch den Nebeneffekt, dass man ja, irgendwie 50% mehr Felder bewirtschaften kann. Damit hat man allein dadurch schon 150%. Und dann wird das Ganze halt nochmal verdoppelt, dann ist man bei 300%. Also letztlich ist es ein ähnlicher Effekt. So, und da ist jetzt auch schon die Seepocke angekommen mit den erwünschten Sachen. Ich hatte gerade die Idee, dass wir hier vielleicht mal ein bisschen Überschüsse verteilen. Weil wenn das hier voll ist, das Lager, dann bringt uns das nicht viel, ne? Deshalb werde ich jetzt einfach mal ein paar Sachen hier aus dem Lager rausnehmen. Und die in die alte Welt einfach so mal verschiffen. Dass wir keine Leerfahrt haben. Und dann können wir uns jetzt wirklich mal um die ganze Geschichte hier kümmern. Atempause, wir 100.000 haben? Wahrscheinlich haben wir gerade sein Schiff zerstört, oder? Ja. Aber ich werde keine 100.000 bezahlen. Nur weil du jetzt einmal ein Schiff verloren hast. So. Okay. Legen wir los.
Parallel schaue ich natürlich ein bisschen, was ich hier an Bedarf überhaupt habe, damit wir das hier gleich richtig machen. Also wir brauchen derzeit 4 Küchen, um die gebackenen Bananen zu bekommen. Es wird jetzt mit der Zeit, glaube ich, ein bisschen weniger, weil die Artistas das nicht mehr brauchen. Was haben die hier überhaupt? Niemand sonst verdient dieses Geschenk. Oh. Unsere Familie versammelt sich jede Woche zu einem gemeinsamen Mittagessen, aber es bleibt immer so viel übrig. Ich hasse es, wenn all das verschwendet wird. Nehmen Sie es bitte und geben Sie es den Bedürftigen. Ein Geschenk. Okay. Sie tragen die Revolution im Herzen. Oh, schön. 20 Tonnen Tortillas und 20 Tonnen Schokolade. Naja, gut. Danke. Danke, danke. Meine Güte, sind da gerade viele Züge unterwegs. Sind die gerade alle hier hochgefahren? Schon möglich, ne? Der ist übrigens schon voll. Also jetzt langsam muss ich mich ranhalten. Ich baue jetzt erstmal hier ein Lagerhaus hin. Für den Anfang. Und dann werde ich aber, glaube ich, nicht mit den gebackenen Bananen loslegen, sondern tatsächlich mit dem Rum. Denn davon haben wir am meisten. Wir brauchen allein schon 2 Produktionen für diese Insel und wir brauchen für die alte Welt ja auch noch ein bisschen was. Nämlich nochmal 7. Das sind 9 Produktionen. Ich glaube, ich habe 10, genau. Normalerweise würde man ja pro Produktion eine Zuckerrohrplantage haben. Durch die Traktoren bin ich jetzt bei 2,5, 3 eigentlich dann, ne? Also nehme ich jetzt einfach mal 3 von den Zuckerrohrplantagen hier rüber. Verschiebe die einfach. Komm jetzt hier in die Ecke. Mach mal einfach mal so. Der bekommt hier seinen Traktor. Ihr seht, dafür brauchen wir 20 Tonnen Stahl und 10 Tonnen Dampfmaschinen. Ist nicht billig, die ganze Traktorgeschichte. Da kann man nichts bauen. Ja. Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Derzeit hat er natürlich noch keinen Sprit, weil ich hier noch keine Steinstraße gebaut habe. Bis da hinten hin. Natürlich, ja. Kommen Sie. Da seht ihr es, da werden jetzt schon mal 10 Tonnen Treibstoff hier runter transportiert. Das reicht auch. Also das, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass er das nicht versorgen könnte. So. Nummer 1. Nummer 2. Hier rüber. Wobei wir das vielleicht schon ein bisschen näher noch dran setzen könnten. So. Und so. Und Nummer 3. Traktor dran. So und so. Okay. Ja, da sehen wir es schon. Da ist er schon beschäftigt. Da sind die Traktoren auf den Feldern. Kann man jetzt nicht so gut machen. Schlaglöcher, passt also auf. Was er hier wieder erzählt. Ja, da ist er. Und der hat hier auch mehrere Lieferfahrzeuge, ne? Nur, dass ich mich nicht wundert, wie der 20 hier versorgen will. Der hat einfach genug Liefermöglichkeiten. Gar kein Problem. Ich bin mein Leben lang ohne deine Maquinas Infernales ausgekommen. Das wird sich jetzt nicht ändern. Tja, der Journalero ist nicht so überzeugt vom Fortschritt, wie man sieht. Journaleros tun mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Und die Obrera... Die schämt sich ein wenig dafür. Na gut. So, damit haben wir jetzt im Grunde unseren ganzen Bedarf an Zuckerrohr schon gedeckt durch das bisschen und können den Rest einfach entfernen. Brauchen wir nicht mehr. So, hier und dort. Alles weg damit. So, nächstes wäre der Kaffee.
Da haben wir derzeit 4 Röstereien. Da muss ich mal kurz gucken, ob das überhaupt reicht. Okay, es reicht noch mit den 4. Und damit brauchen wir jetzt etwas mehr als 2 Kaffeeplantagen für die. Wir machen das mal so. Kaffee. So. Kaffee 1. Kaffee 2. Auffüllen. Tja, wie machen wir das? Ich mache es jetzt einfach mal so. Auch gut. Also. Wäre ich 2? Faszinierend. Okay. Wir machen noch ein. Dabei eigentlich. Eigentlich reichen die 2. Es ist wirklich ganz knapp über 2 drüber. Und die produzieren ja immer ein bisschen mehr. Also wir kommen mit dem Kaffee auf jeden Fall hin. Der Rest kann wieder weg. Bringt uns natürlich auch jede Menge extra Arbeiter, die übrig bleiben. So. Nächstes Thema. Wären dann für mich die Tortillas. Wir haben derzeit 1 Fabrik. Das könnte sein, dass das gar nicht mehr so ganz reicht. Na, noch ist es in Ordnung. Gucken wir mal. 1 Tortilla-Bäckerei benötigt normalerweise ja 2 Maisplantagen. Jetzt benötigt sie nur noch 1. So. Und wir brauchen aber noch ein bisschen was, weil wir ja auch die, wie nennt man das? Die Silos ja auch noch versorgen. Deshalb werde ich mal 2 Maisplantagen hier gleich mit Traktoren ausstatten. So, noch 2. Was ist das? Ein Erzvorkommen? Ja. Ich werde es mal hier anschließen, prophylaktisch. So, hier brauchen wir natürlich gleich ein bisschen mehr Transporter. Das reicht nicht mit dem Lagerhaus. Ich weiß nicht, ob das so klappen wird. Ist ganz schön voll. So. Na, unsere Bilanz ist ganz schön in den Keller gegangen, seit ich hier mit den Traktoren angefangen habe. Müsste sich aber jetzt demnächst auch wieder ein bisschen erholen. So, ich wollte noch eine 2. Maisplantage für die Traktoren. Ich denke aber, ich glaube, ich werde hier hinten auch nochmal was ändern. Genau. So, und dann holen wir uns nochmal den Mais. Wetter nochmal. Oh, wir haben mal wieder eine Güterklasse verbessert. Freut mich zu hören. Werde ich mir gleich mal anschauen. Wir gehen jetzt mal so. So. Und so. Meine White Lady hier ist schon ein Prachtstück. Das Neueste vom Neuesten. Weiße Haie hingegen durchstreifen die Tiefen der Meere schon lange vor uns. Mhm, er erzählt mir hier wieder von seinem Lieblingshai, dem weißen Hai. Okay, gut, maismäßig. Achso, ja, wir haben natürlich noch ein bisschen was hier. Vorsicht, für unsere 2 Brauereien brauchte ich ja auch noch ein bisschen was. Das werde ich mir nochmal anschauen. Kann auch sein, dass wir mittlerweile eine 3. brauchen. Ich denke, ich sollte noch eine 3. Maisplantage hier sicherheitshalber anschließen.
Mach ich mal hier unten. So. Die Menschen lassen sie hochleben. Ein paar Felder mehr. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Falls ich an die Küste runter muss, werde ich mal hier eine Straße hinlegen. Und dann gehen wir natürlich in diese Richtung weiter. Okay. So viel zu den Tortillas. Den Rest des Maises kann ich eigentlich wieder entfernen. So. Und dann ist das nächste Thema schon die Baumwolle. Saboteur! Hä? Habe ich es nicht rechtzeitig geschafft zu ihm? Mann, da habe ich das extra zu ihm hingebracht. Schauen wir uns erstmal die Expedition an. Immer tiefer hinein. Ein von Geröll versperrter Eingang und ein mit Fallen gespickter Gang. Ein typischer Maya-Tempel. Nachdem ihr Team über eine Rutsche in unerforschte Höhlen gestürzt ist, scherzen die Entdecker über ihre Situation, um über die tödliche Gefahr hinwegzutäuschen, in der sie sich befinden. Sie wissen, was man über Maya-Labyrinthe sagt. Je tiefer man hineingeht, desto funkelnder werden sie. Ja, ich denke, wir werden mal dem vorgeschlagenen Weg folgen und dabei den Fallen ausweichen. Plus 50% Erfolgschance ist auf jeden Fall besser, als hier sich den eigenen Weg zu bahnen, ohne irgendwelche Erfolgschancen. Wir treiben ab. Die offensichtlichen Fallen können einfach umgangen werden. Die Seeleute verrenken sich, um scharfe Steine und Bodenplattenauslöser zu umgehen und gleiten mit einer Leichtigkeit durch den Gang, die sonst nur erfahrene Forscher oder Taschendiebe besitzen. Bald erreichen sie die Hauptkammer des Tempels. Vor ihnen liegt ein tiefer Abgrund mit einer wackeligen Brücke ohne Geländer. Eine Mutprobe? Tiefer Abgrund, wackelige Brücke, Glaube oder Kampfkraft? Ach, wir probieren es mal mit Glaube, würde ich sagen. Ja. Oh. Die Prüfung ist bestanden. Als ihre Seeleute ihre Arme zur Seite ausstrecken, um die Balance zu halten, berühren sie Seile, die entlang der Brücke von oben herab hängen und durch eine geschickte Tarnung aus Farbe und Schattenspiel kaum zu sehen sind. Sie greifen nach den Seilen, um sich daran festzuhalten, und ein Mechanismus klickt in einiger Entfernung. Eine Tür öffnet sich grollend auf der anderen Seite der Schlucht und gibt einen Ausgang frei. Im Durchgang glänzt ein Artefakt, eine Oreos-Münze. Nehmen wir natürlich mit. Ja, dafür schmeiße ich mal den Schnaps über Bord, den brauchte ich ja nicht zwangsläufig. Bringt uns auch plus 15 Glauben übrigens. Falls wir hier nochmal geprüft werden, hätten wir dann hier direkt das Richtige. Ja, und beim nächsten Mal, denke ich, werden wir uns dann mal hier die Baumwolle anschauen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.